Und wenn ich dann Pech habe, dann habe ich also als Schwangere, um das nochmal zurückzuverfolgen, mir dann eben durch die Belastung der Schwangerschaft und mit dem nicht für sich selbst sorgen, dann eben auch während der Zeit der Schwangerschaft oder danach oder auch davor schon, habe ich selbst so viele Nährstoffe abgegeben, dass man dann eben in so eine chronische Erkrankung gleitet. Bei mir war das übrigens, also ich spreche jetzt aus Erfahrung und nicht, weil ich irgendwie schimpfen will, sondern ich selber hatte in meiner dritten Schwangerschaft tatsächlich einen Hashimoto entwickelt. Das wurde dann ein Morbus Basedow und wurde mit einer Hochdosis Vitalstofftherapie innerhalb von 6 Wochen behandelt. Ich brauchte also keine Operation, keine Radiojodtherapie, wie mir angeraten wurde. Ich konnte mein Kind ganz normal stillen und war dann nach 6 Wochen euthyriot. Also diese vormalige Veränderung war nicht mal mehr messbar. Und das war schon ziemlich schwer. Also ich will nur sagen, der Körper ist ein Wunderwerk und man muss eben messen und gucken, welche Stoffe fehlen und was muss ich jetzt wieder auffüllen. Ne? Und kann ich das mit den Nahrungsmitteln, die uns überhaupt zur Verfügung stehen? Man kann sich mal angucken anhand der nationalen Verzehrstudie Römisch 2, die ist für jeden zugänglich im Internet, wie überhaupt der Bedarf ist an Vitalstoffen. Und das kann man dann auch mal mit zu seinem Arzt nehmen und sagen, es ist nicht alles in der Nahrung, schon gar nicht Vitamin D, so wie es immer behauptet wird. Und dann kann man sich die Lebensmittellisten zu bestimmten Vitalstoffen angucken auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da sieht man mal, in welchen Lebensmitteln zum Beispiel B-Vitamine sind oder Magnesium oder Selen. Und dann wird man anhand des Bedarfs mal ausrechnen, wie viele Mengen man heutzutage essen muss, um überhaupt noch diese notwendigen Vitamine in sich einzuführen. Das ist nicht mehr möglich. Der schlaue Arzt weiß das. Der fortgebildete Arzt weiß das. Der Komplementärmediziner, der biologische Mediziner, der Orthomolekularmediziner, viele Heilpraktiker, die sich fortbilden. Der Arzt, der den Schwerpunkt hat, Mitochondrienmedizin. Aber der Durchschnittsarzt der Schulmedizin ist immer noch der Meinung, dass es reicht, wenn man vielleicht mal im Winter ein bisschen Vitamin C nimmt und wundert sich, warum er die Patienten in seiner Praxis überhaupt nicht mehr behandelt bekommt.